Gut, dann Warenhändler. Warenhändler verkaufen. Jo. Boah. Boah. Zur Norfolk Werft oder Planet Manhattan. Ja, was macht denn jetzt hier? Ich glaube, ich nehme das mit nach Planet Manhattan. Gibt's hier nur, gibt's eh nicht. So, und los geht's. So. Ich mache das im Moment hauptsächlich mit Handel mein Geld, weil es ja so schnell. Ja, okay. Gut. Okay. Ich sag mal nichts dazu. Handeln geht eigentlich schneller. Macht aber nicht so extrem viel Spaß. Vorher. Es kommt drauf an, wenn man richtig viel Kohle machen will, dann muss man auch sehr weit fahren oder sehr weit fliegen. Dementsprechend muss man dann einen großen Laderaum haben, etc. etc. pp. Ach ja, das waren noch Zeiten. Discovery RP auf Runas Server. Beziehungsweise auf dem Server von Runa, Sinai und wie hieß der andere noch? Raven. Wie hieß der andere noch? Nach Planet Manhattan. Oder ab zum Planeten Manhattan. Was ist das hier eigentlich? Baltimore Werft, okay. Ich teste das mit der Norfolk Werft verwechsel. Und ran geht's. Ran. Militärakademie Wetzport. Hier unten ist übrigens sind die Badlands. Ein extrem dichter Wolkenhaufen. Ach, sieht man hier sogar. Das Badlands. Achtung, Navigationsgefahr. Die Badlands sind eine Teilchenwolke mit vielen Asteroiden, in der sich intensive elektrische Aktivitäten abspielen, was sich meistens keiner wirkungslos macht. Zwei Forschungsstationen der Regierung, Danforth und Ithaca, wurden eingerichtet, um dieses einzigartige Umweltphänomen zu untersuchen. Die Badlands bilden jedoch auch ein natürliches Refugium für alle Art krimineller Elemente. Das Schlachtschiff Missouri wurde hierher verlegt, um die Interessen der Badis in diesem Gebiet zu schützen und Piratenangriffe auf die nahegelegenen Handelsroute zu vereiteln. Man kann es so ein bisschen sehen, so wenn man zoomt, so hier so dieses Gebiet hier rum. So, jetzt wollen wir aber hier weiter andocken. Ach ja. Mal sehen, was wir dann als nächsten Auftrag kriegen. Sie wollte sich ja, Juni wollte sich ja erkundigen, was jetzt da mit den ganzen Liberty-Leuten los ist. Mal sehen, was sie rausfindet. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege, mit der, oder dass ich jetzt genug Geld habe. Billy? Ja! Stufe 7! Und was kommt jetzt? Soll ich in die Bar gehen oder so? Ich bekomme gar keinen Auftrag. Doll. Ich bin nächste Stufe, steht Einsatz dran, aber ich bekomme keinen. Fan, hier Juni. Da ist was im Busch. Ich brauche Ihre Hilfe. Wir treffen uns auf Manhattan. Ach was? Toll! Hätte ich ja gar nicht abdocken. Ja doch, muss ich irgendwie. Nerv. Oh, Zwischensequenz, Klappe halten. Juni, was ist los? Hier rüber. Was ist passiert? Nichts. Oder doch? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie damit? Ashcroft ist weg. Er war auf einem Liberty-Schlachtschiff in einer Hochsicherheitszelle von bewaffneten Wachen umgeben. Trent, da kann man nicht entkommen. Nach unserem letzten Auftrag hatte ich noch ein paar Fragen zu seiner Rheinland-Verbindung. Als ich ankam, war er weg. Wer würde ihn verlegen, ohne Ihnen Bescheid zu sagen? Er wurde nicht verlegt. Alle Protokolle seiner Verhaftung sind gelöscht worden.
Sogar die Wachen wurden ausgetauscht. Sie sagen, sie hätten nie von Sean Ashcroft gehört. Was glauben Sie, geht da vor? Ich weiß es nicht. Aber das ist nicht alles. Walker. Er ist auch weg. Walker ist weg? Aber er ist Kapitän eines Marinekreuzers. Schiffskapitäne verschwinden doch nicht einfach spurlos. Ihre Schiffe auch nicht. Es wird als vermisst geführt. Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Das ist unmöglich. Um uns herum verschwinden Leute drin. Aber wir sind noch da. Was machen wir? Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Zuletzt war Walkers Schiff in Kalifornien stationiert. Dort muss ihn jemand gesehen haben. Da fangen wir an. Machen Sie mit? Das ist noch eine Frage. Folgen Sie Juni zum Kalifornien-System, um Walker zu finden. Der letzte bekannte Aufenthalt von Walkers Schiff war in der Nähe von California Minor. Ach was! Da es sich nicht um einen offiziellen LSF-Einsatz handelt, sind keine Daten des LSF-Nachrichtendienstes verfügbar. Vergütung 7000 Credits. Och ja, warum nicht? Wann brechen wir auf? Für so viel Geld. In ein paar Minuten. Vorher habe ich drinnen noch was zu erledigen. Passen Sie auf sich auf. Behalten Sie unsere Schiffe im Auge, okay? Mr. Trent, wir müssen uns unbedingt unterhalten. Und warum? Der Typ mit diesem komischen Überlegen. Weil wir die letzten beiden sind. Die letzten was? Überlebenden von Freihafen 7, Mr. Trent. Sie und ich, wir sind die Letzten in Liberty. Alle anderen sind entweder tot oder vermisst. Moment, ich kenne Sie. Aus dem Rettungsschiff. Was ist da draußen passiert? Die haben etwas gesucht. Ich bin ein Dieb, Mr. Trent. Ich sollte in Freihafen 7 etwas abliefern, das eine bestimmte Partei dringend brauchte. Offenbar waren Sie nicht allein. Sie sagen, das passierte alles nur wegen Ihnen? Nicht wegen mir, Mr. Trent. Deswegen... Das da haben sie gesucht. Das und Ding. Jetzt suchen sie uns. Wir müssen so weit weg von hier wie möglich. Keine Bewegung! Los, Hände hoch! Moment mal, ich kann alles erklären. Ich habe meine Befehle. Alle Artefaktschmuggler gelten als Staatsfeinde und sind sofort zu erschießen. Keine Bewegung! Ich bin Agentin der Liberty Security Force. Dieser Mann ist ein Freelancer, der im Auftrag für mich arbeitet. Aber er handelt mit illegalen Artefakten. Dann verhaften Sie ihn. Was? Das kann ich leider nicht tun. Soldat, Sie haben den Liberty Code auf die Gesetze geschworen. Sie haben keine Wahl. Wenn er verdächtig ist, nehmen Sie ihn fest. Laut Gesetz steht ihm ein fairer Prozess zu. Das war einmal. Wollte mich töten. Was sollte das mit dem verhaften? Er hätte uns beide getötet. Wer ist das? Keine Ahnung, aber er hatte wohl recht. Liberty ist für uns nicht mehr sicher. Wir müssen verschwinden. Nein, Trent, was ist mit Walker? Wenn wir tot sind, nützen wir Walker auch nichts. Sehen Sie diesen Mann? Der arbeitet bestimmt nicht allein. Juni, wir müssen zusammenbleiben und wir brauchen Zeit und Abstand, um das zu klären. Ich weiß einen Ort. Folgen Sie mir. Was zum Geier? Und die außerhalb des Planeten im All treffen. Alter Schwede, was war denn jetzt los? Jetzt liegen die beiden Typen da rum und... Tja. Verdammt, wir müssen aus Liberty raus. Schnell. Es ist etwas schief gelaufen. Ach was! Juni und Sue müssen lebend aus dem Liberty-System entkommen. Dem standardmäßigen Vorgehen nach müsste Liberty eine systemweite Suchaktion starten, um sie einzufangen. Es wird nicht einfach sein zu entkommen. Vergütung, ihr Leben. Was mit den 7000 Credits? Ich dachte, ich sollte jetzt 7000 Credits bekommen. Och nö. Jetzt bekomme ich doch keine 7000 Credits. Ich bekomme nur so ein doofes Leben. Was ist Ihr Plan? Na gut. Zuerst nach Fort Bush und dann in die Badlands. Wenn die Marine die Toten auf dem Landepad findet, macht sie alle Handelsrouten dicht. Wir müssen uns beeilen. Hier Liberty Marine. Stoppen Sie die Triebwerke. Wir werden Sie in Gewahrsam nehmen. WTF. Das ist bei... Nein. Das werden Sie jetzt nicht tun. Alter, Schwierigkeiten.
Ach du Scheiße! Schlachtschiff Unity? Verdammt, sie haben die Handelsroute nach Fort Busch gesperrt. Los, wir müssen sofort hier weg. Wir müssen nach West Point. Das es gibt einen toten Winkel von dem Schiff. Die Unity blockiert den Eingang. Wir sind umzingelt. Trent, hier kommen wir nicht mehr raus. Wir müssen da rauskommen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Da unten ist ein Kreuzer. Scheiße. Da oben war auch noch ein Kreuzer. Ich erfasse weitere Gegner, die von Manhattan kommen. Es sind einfach zu viele. Da tut oben. Mir leid. Juni, hier King. Setzen Sie Kurs auf West Point. Ach du Schande. King! Hier Walker. Das ist dieser geile Angriff von dem Kreuzer. An alle, Feuer frei. Wiederhole. An alle, Feuer da frei. Seht ihr, was die für ein Schaden macht. Kurt Rot, wiederhole, Kurt Rot. Hier Schlachtschiff Unity. Haut drauf, haut drauf, haut drauf. Schwere Verluste. Brauchen sofort Hilfe. Alle verfügbaren Einheiten, bitte 601 ja, was ein Geier. 101 anfliegen. Wiederhole, bitte Scheiße. Kommen Sie in Sektor. Alter Schwede. Scheiße, ich wiederhole, das ist ein Befehl. Ach du Scheiße. Uah, ouch. Einer vielleicht hat das draufgehauen. Ich muss den Kreuzer zerstören. Hier Lambda 1 an alle Jäger. Scheiße, 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 scheiße. Wow. Da noch, da hat ein Dingfunks auch nicht da. Juni, Trent, verschwindet. King, Sie ebenfalls. Was ist mit Ihnen? Ich bin okay. Geht jetzt. Scheiße, was kann ich da nicht machen? Wir müssen weg. Trent, wir müssen Scheiße! Sein. Das war mal ein Schlachtschiff. Ach du Heilige, wie sieht's hinter uns aus? Weiß, Alter! Was ist Ihr Plan? Wir müssen zu den Badlands. Dort gibt es ein Versteck für uns. Verstanden. Lambda 4 und Lambda 5 Flankenposition einnehmen. Direkten Kurs zur alten Handelsroute nach Station Ithaca. Lambda 4 und Lambda 5, jetzt nur Lambda 4 hier. Scheibenkleister. Feindliche Jäger entdeckt. Komm schnell näher. Da kommen sie. Mehrere Geschwader Marinejäger. Wir geben ihnen Deckung. Verstanden. Schnell, Trent. Wir müssen zu den Badlands. Sie übernehmen die Spitze. Scheiße, Lambda 4 wurde abgeschossen. Rasch! Lambda 5 wurde zerstört. Wir müssen hier weg. Sofort! Das war doch schon Lambda 5. Das war doch schon. Was hat Oliver Ben Simpson? Ah, Tobias. Was wollen die alle von uns? Mit Heigott. Geschafft. Die Badlands verbergen uns vor ihren Scannern. Die Marine wird uns wohl nicht hierher folgen. Verdammt, das war knapp. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Danke, dass Sie uns rausgeholt haben. Das sah gar nicht gut aus. Danken Sie, Walker. Als er mir sagte, dass Trent zu den meistgesuchten der Marine gehört, wusste ich, dass Sie Ärger bekommen Was? Würden. Was? Er wird wegen Mord, Artefaktschmuggel, Hochverrat und der Zerstörung von Freihafen 7 gesucht. Eine eindrucksvolle Liste. Hören Sie, ich muss mich mit Walker bei Detroit treffen. Bleiben Sie eine Weile in Deckung. Ich melde mich. Trent, ich habe neue Koordinaten hochgeladen. Sie werden einen Freund von mir treffen. Fliegen Sie vor. Ach, nett. Da, verdammt, wo ich hin? Hört? Anfliegende Schiffe, dies ist Sperrgebiet. Kehren Sie sofort um. Dr. Van Pelt, hier Junko. Junko Zane. Juni, bist du das? Ich habe Neuigkeiten über dich auf dem sicheren Kanal gehört. Was geht hier vor? Keine Zeit für Erklärungen. Wir brauchen ein Versteck. Du hast Undock-Erlaubnis. Wir sehen uns auf Deck. Undock. Ach du Heilige. Was zum Geier war denn das jetzt? Also, lass mich mal kurz zusammenfassen. Wir sind... Juni, da kommt schon gleich das nächste rein. Der abhörsichere Kanal ist voll von Berichten über dich. Das ist Trent. Van Pelt ist mein Name, junger Mann. Willkommen. Wir müssen eine Weile abtauchen. Dann seid ihr hier am richtigen Ort. Hier kommt nur einmal im Monat ein Versorgungsschiff vorbei. Wenn Sie die Frage nicht stört... Was machen Sie hier draußen? Ich studiere die Anomalien der Badlands. Die Station, die Sie hier sehen, war mal Teil eines Experiments zum Auffüllen von Libertys schwindenden Ressourcen. Ja, das war natürlich lange vor der Knappschaft der Gasschürfer. Davon habe ich nie gehört.
Sollten sie auch nicht. Es gab einen Unfall. Sowas wird in Liberty nicht veröffentlicht. Die Station wurde aufgegeben. Bis auf mich, versteht sich. Sie sind hier ganz allein? Bis auf die Maschinen. Mir gefällt es so. Nicht viel Ablenkung. An alle Kopfgeldjäger und Friedenstruppen in Liberty. Zwei Verdächtige werden zwecks Befragung gesucht. Die Identitätsdaten werden jetzt gesendet. Sie gelten als bewaffnet und äußerst gefährlich. Übertragung Ende. Juni, was soll das alles? Ich glaube, es hat etwas damit zu tun. Ja. Ganz klar ein Artefakt. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Bei Hafen 7 wurde deswegen zerstört. Sein Besitzer wurde vor meinen Augen getötet. Und wir fast auch. Es ist uralt. Selten. Natrium-Kristallstruktur. Noch aktiv. Ihr könntet's mal mit Pentane versuchen. Mit was, Doktor? Nicht mit was, mit wem? Professor Roland Quintain aus Cambridge. Ich kann euch nicht helfen, aber er vielleicht. Er ist ein renommierter Xeno-Archäologe. Ich verstehe nicht, wobei helfen? Es zu identifizieren. Ich will's nicht identifizieren, ich will's loswerden. Dazu ist es noch zu früh. Es gibt einen Grund für all das hier und wir stecken mittendrin. Wenn wir es behalten, haben wir immerhin noch ein Druckmittel. Ich fürchte, der junge Mann hat recht, Liebes. Oh, das ist großartig. Keine Sorge. In Bretonia seid ihr beide sicher. Bloß, wie kommt ihr dahin? Liberty-Schiffe nähern sich. Der Langstreckenscan zeigt eine Liberty-Patrouille. Sie müssen euch gefolgt sein. Sonst kommen sie nie so weit raus. So viel zum Abtauchen. Das automatische Abwehrsystem wird euch Deckung geben. Nehmt den Hinterausgang. Welchen Hinterausgang? Die haben hier ein Sprungtor nach Magellan zurückgelassen. Seit dem Unfall wurde es nicht mehr benutzt, aber es funktioniert noch. Es liegt tief in den Badlands. Ich lade gerade die Koordinaten für euch. Was ist mit Ihnen? Ich bin okay. Passt auf euch auf. Viel Glück. Danke. Ihr müsst gehen. Sofort. Komm schon. Ja, super. Das war ja wieder großartig. Ich würde ganz gern speichern. Es ist eine Stunde rum. Und, ja. Juni, die Patrouille kommt näher. Noch nicht. Die Interferenz der Anomalie bietet keinen dauerhaften Schutz. Flieg schnell in die Badlands. Nee. Unidentifizierte Schiff, bleiben Sie, wo Sie sind. Sie verletzen den Liberty-Sicherheitscode und können unverzüglich terminiert werden. Liberty-Patrouille, hier Station Benford. Diese Leute unterstehen meiner Verantwortung. Negativ, Benford. Abtrünnige Schiffe anvisieren. Auf mein Signal. Oh Gott, Van Pelt! Feuer! Nein! Los, Trent, wir müssen ihm helfen. Nein, ich muss speichern. Oder auch nicht. Juni, raus da. Das Verteidigungssystem hält sie auf. Wir verlassen sie nicht. Soll ich nicht übergehen, bevor Benford noch was abbekommt? Ja, hier haben wir wirklich nichts mehr zu tun. Oh mein Gott, oh mein Gott, sind das viele. Mein Gott, drei Kreuzer, sie kommen schnell näher. Scheiße, Doktor, Wahnsinn. Sie müssen mit uns kommen. Wir kommen sie abholen. Keine Zeit dafür, die sind schon fast da. Du hast die Koordinaten zu dem Sprungtor. Geh! Oh mein Gott. Mein Schild hält verdammt gut, das ist. Ach, ich sehe da viele Leute. Ach du Scheiße, nein, ich dachte doch einfach. Oh nein. Benford sollte doch nichts abbekommen. Nichts mehr tun. Stellte dich selbst, mach ich auf. Juni! Nein! Das werden die Bösen.
Jetzt die Attacke aber nicht mehr so geil von dem Kreuzer. Ach du Scheiße. Commander Zayf, schalten Sie die Triebwerke ab und ergeben Sie sich. Okay, Trent, wir müssen hier weg. Fliegen Sie zu den Koordinaten. Schnell. Sie versuchen zu entkommen. An alle Jägergeschwader. Formation auflösen und verfolgen. Wir müssen es bis zum Sprungtor schaffen. Wie viele Leute sind das? Oh mein Gott. Also lass mich kurz zusammenfassen. Wir wurden von einem Typen von der Marine auf Manhattan. Sollten wir ganz in der Nähe des Sprungtors sein. Gott sei Dank, es funktioniert. Auf geht's. Also stopp mal. Kann ich nach dem Treffen mit Van Pelt. Okay. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.